Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Die letzte Nacht, die ging ein bisschen länger, deswegen bin ich ein bisschen spät dran. Aber wir müssen uns ein bisschen sputen, denn um 13 Uhr soll es... Ach du liebe Zeit, was ist denn hier passiert? Entweder ist... Theo? Ja, Ansgar? Wo bin... Ah, Theo! Ja. Was ist hier passiert? Ach, das ist eine lange Geschichte. Die muss ich dir mal in Ruhe erzählen. Okay, wir müssen hier durch. Also ganz schlimm finde ich es jetzt nicht, aber das dürften wir, glaube ich. Ja gut, wir geben ein bisschen lange Gas. Geschichte. Wir müssen nämlich los. Da gibt es gleich dieses Treffen. Unsere Trecker sind, glaube ich, schon mit den Schilden ausgestattet, ne? Ja. Wir werden heute mal sagen, was wir davon halten, von diesen neuen Plänen, die die da haben. Halt davon überhaupt nichts. Ich auch nicht viel, ganz ehrlich. Ich bin dann heute Nachmittag sehr gespannt auf die Geschichte, wie das hier passiert ist. Ja, ist interessant, ist lustig. Ist lustig, okay. So, komm. Ich bin sehr gespannt, was Sie uns da erzählen wollen. Ich glaube aber nicht, dass Sie uns da überzeugen können. Wenn alles geklappt hat, dann hat das ganze Dorf hier auch schon Schilder aufgestellt. Und wird da jetzt gleich ein bisschen protestieren. Ich hoffe, es sind auch ein paar bekannte Gesichter dabei. Ja. So, ich zeig das mal hier zur Seite, ne? Ja, mach das. Wobei, vielleicht geht's schneller, wenn wir hier direkt rausfahren. Guck mal. Das können wir eigentlich auch machen und den nachher wegräumen. Ja, machen wir so. Das dauert mir zu lang. Langfahren und dann... Und du erklärst mir dann auch mal, wie es dazu gekommen ist. So, John Deere oder Fendt? Welchen nimmst du? Ich nehme den Fendt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, starten wir. Motor an, Schild ist vorne dran montiert und dann, ja... Werden wir uns mal aufmachen zu dem Treffen. Okay, da vorne ist das, glaube ich. Das ist ja ein riesiges Ungetüm. Und ich bin auch nicht der Einzige zusammen mit Theo. Hinter uns ist noch irgendjemand, der ja auch zu diesem Treffen will. Liegt ein bisschen abseits. Aber ich glaube, hier buddeln sie schon. Eine Frechheit. Das wollen sie hier. So wollen sie unseren ganzen Ort hier umgraben. Ah je. Ich kann es mir nur schlecht anschauen, muss ich sagen. Ja, auch schon die ganzen Protestplakate. Dass man hier noch so nah ran darf. Später wird es da vermutlich... strikte Zonen geben. Ah, Polizei ist auch schon da. Ach, und der Käser ist da vorne auch schon. Ja, das hätte ich mir denken können. Dann parken wir mal hier. So, gucken wir nochmal. Ah, Theo, wir sind nicht die Letzten. Ja, zum Glück. Aber das ist eine Schweinerei, was sie hier machen. Ja, das ist wirklich eine Schweinerei. Guck dir das mal an. Hier haben sie schon, die sind ja schon mitten dabei. Ich glaube, die haben hier schon was gefunden. Guten Tag, hallo. Hallo. Moin. Guten Tag. Und, ah, Herr Peters, Sie sind auch da. Ja, Herr Meier, Sie auch. Ah ja, hören wir uns den Ramsch mal an. Ach, das ist bestimmt der Typ hier von dem Unternehmen, ne? Läuft bei ihm, würde ich sagen. Ja, ja, bei ihm läuft's aber richtig. Ist auch interessant, dass die uns hier so rumlaufen lassen, ne? Auf dem Gelände, da ist ja großer Betrieb hier. Einiges aufgefahren. Unfassbar. Oh. War gerade ordentlich, ne? Moin, mein Name ist Karl Grovendam und ich bin hier... für euch da, um unsere Pläne vom Mühlenkreis Energie GmbH vorzustellen, um ja, euch zu sagen, was hier unten eurem Boden schlummert. Ich meine, ihr arbeitet... Habt ihr das gehört hier? Ihr arbeitet alle ganz viel immer und ihr verdient nicht gut. Aber was in eurem Boden schlummert, da könnt ihr euch nicht vorstellen. Unser schöner Mühlenkreis wird verschandelt. Eine Frechheit, was er uns hier erzählt. Ja, Sie haben ja recht, das ist ja ein schöner Kreis hier. Aber gucken Sie sich doch mal das Dorf an. Das sieht doch aus wie, naja, ich möchte es ja gar nicht sagen, aber ist schon sehr runtergekommen. Und wie, was sieht das aus? Sagen Sie es ruhig. Ja, das ist schon sehr runtergekommen hier. Das habe ich Quatsch ist lange das. Nicht mehr gesehen. Ja, Frechheit! Wissen Sie, ich wollte ja erstmal meine Pläne vorstellen. Wir sind hier gerade auf dem Testareal. Hier haben wir vor ein paar Monaten schon angefangen, nette Bohrungen durchzuführen und sind auf Gold gestoßen. Das können Sie nicht glauben. Hier sind Millionen im Boden.
Und ich meine, für sie hat natürlich auch was Gutes. Hier der ganze Kreis kriegt neue Arbeitsplätze. Lohnunternehmen bieten sich an für Transportdienste und Co. Und das ist natürlich auch alles nicht so dramatisch, wie sie meinen. Ich meine... Ach, quatschen Sie doch nicht. Wir verlieren hier Grund und Boden, verlieren wir wegen Ihnen. Und wir können uns nicht wehren. Das ist das Schlimme. Herr Meier, beruhigen Sie sich ein bisschen. Nee, also bei sowas wird alles über den Kopf entschieden. Ja, doch, ruhig bleiben. Es hilft alles nichts. Lassen Sie ihn einfach mal ausreden und dann wird das schon. Das kann doch nicht wahr sein. Sagen Sie doch auch mal was hier. Entspannen Sie sich mal. Ich meine, Sie kriegen doch eine gute Entschädigung. Entschädigung hin oder her. Wir verlieren hier Grund und Boden. Das ist eine lange Tradition. Die ganze Heimat verlieren wir. Haben Sie das schon mal erlebt? Ach, kommen Sie mir jetzt nicht so an. Ich meine, neues Dorf ist doch wie ein neues Glück. Vielleicht brauchen Sie auch einfach mal eine neue Liebe. Dann sind Sie mal auch wieder glücklich im Leben. Kann ja alles sein. Was weiß ich hier, ne? Also, du bist ja ein Vogel. Ich wollte hier investieren. Über was soll ich denn künftig berichten hier? Das ist mein Mühlenkreis, der Mühlenbote, der lebt vom Mühlenkreis. Der Mühlenbote hin und her. Ihr neues Dorf, wo sie hinziehen sollen, heißt Neu-Süd-Hämmern. Das ist nicht ganz weit weg entfernt von hier. Das klingt schon wieder komisch. Das ist nicht meine Heimat. Wie soll denn das klingen? Der Neu-Süd-Hämmerner Bote oder was? Ja, das klingt doch super. Besser als die Bild oder was weiß ich. Wissen Sie, Sie fahren hier gleich wieder mit Ihrem Porsche schön nach Hause, ja, oder zur Arbeit, wo Sie sich auskennen. Das können wir so nicht machen. Das ist hier unser Heim. Und das verlieren wir jetzt einfach wegen Leuten wie Ihnen. Die jetzt hier Braunkohl. Das hat doch gar keine Zukunft. Sie haben doch die Schilder gesehen, die ganzen Plakate. Schilder hin oder her. Das macht jeder, wenn ich zu so einer Infoveranstaltung komme. Ich meine, Sie sind nicht die Ersten. Wenn es nachher wieder ums Geld geht, dann sagen Sie alle, ach, das ist ja besser als Lotto spielen. Da können Sie doch überhaupt nichts machen. Da können Sie so lange arbeiten, wie Sie wollen. Wenn Sie meinen, Sie sind so ein Pappenheimer und müssen sich schon wieder gegen alle Regeln, die einem der Staat vorgibt, dem wir ihn vorgeben, durchsetzen. Dann können Sie mal exemplarisch hier das Dixi-Klo sehen. Nämlich so können Sie dann bald hausen, weil wir als Energielieferant Ihnen das Wasser abstellen, den Strom abstellen. Dann kriegen Sie gar nichts mehr. Dann können Sie da drin hausen und das ist dann schon das Beste, was Sie kriegen können. Hier wird alles flach gemacht. Wir buddeln und holen uns die Kohle, die uns zusteht. Sagen Sie mal, das ist doch nicht sein Ernst hier. Die haben extra hier so ein Klo hingestellt, nur um uns das nochmal... Also das ist pietätlos. Das ist eine Schande, was Sie da machen. Aber sowas von, da lasse ich jetzt mal den Meier sogar raus. Männer, ruhig bleiben. Hallo. Einfach mal ruhig bleiben, Jungs, bitte. Da muss man doch was machen können, Mensch. Mensch, sitzt doch von der anderen Seite. Ihr kriegt Geld. Ja, ich glaube, den ersten haben sie hier schon, ne? Den ersten haben sie schon gefangen. Ah. Sehen Sie es alle doch mal wie einen großen Urlaub an. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Wie ein großer Urlaub. Naja, Sie fahren wo irgendwo hin, wo Sie noch nicht wissen, wo es ist. Beziehungsweise Sie wissen schon, Neu-Süd-Hämmern, Sie kennen sich aber doch nicht aus. Es ist schön, Sie genießen die Zeit, Sie haben viel Zeit und viel Geld und müssen sich um nichts Sorgen machen. Ich weiß, hier hat jeder seine Ereignisse, seine Geschehnisse im Kopf, aber... Wie gesagt, neues Dorf, neues Glück, neue Liebe. Mal mit den alten Sachen abschließen. Ja, das wirst du jetzt gleich sehen. Ich will hier investieren, du Vogel. Was sagst du dazu? Ich hab investiert. Weiß ich ja. Und alle, wo ihr wohnt, sie können doch nicht hier die ganze Heimat hier von den Leuten kaputt machen. Ihre ganzen Einwände hin oder her, sie bekommen in nächster Zeit Post von mir. Da sind überdurchschnittliche Angebote drin. Sie können, glaube ich, im ersten Moment gar nicht glauben, was da für Summen gelistet sind. Im zweiten Moment realisieren sie es vielleicht und fragen sich, wieso habe ich denn damals auf dieser Infoveranstaltung da so rumgemeckert? Und dann nehmen sie es an, dann sprechen wir uns, dann ist ihr Boden mein Boden und sie haben ein schönes Leben. Danke für ihre Aufmerksamkeit und tschüss. Was? Das war's jetzt hier schon, oder was? Moment, was? Hä? Der steigt jetzt einfach in sein Porsche und... Hallo? Hä? Das kann's doch noch nicht gewesen sein. Hallo? Ich glaub's. Na, ich glaub's ja wohl. Also... Wo ist eigentlich der Rest des Dorfes? Da müssen noch viel mehr Leute aufstehen. Ich glaube, die meisten haben schon ihre Angebote. Die meisten sind schon gekauft worden. Der hat ja überhaupt nicht uns zugehört. Der ist hier nur hat nur seine Veranstaltung hier durchgezogen. Hier im Hintergrund tragen sie schon die Erde ab, bringen alles weg. unfassbar. Der wird in meinem nächsten Artikel sowas von zerfetzt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mensch, Hubert, jetzt grüß dich doch mal. Herr Käser, da bin ich ab... Erstmals mit Ihnen auf... Wir müssen übrigens noch mal reden über diesen Artikel. Das war auch eine Unverschämtheit. Das ist 1A. Da reden wir aneinander. Nee. Damit haben Sie mir großen Schaden zugefügt. Aber hier sind wir uns jetzt ausnahmsweise mal einig. Und wer war eigentlich hier... Wer war von Ihnen noch mal derjenige, der hier investieren wollte? Guten Tag. Das war ich. Ach, Sie waren das? Ja. Grüß Sie. Und was wollen Sie hier investieren? Ja, ich mach so Landhandel. Wissen Sie?
Ach, Landhandel, oh. Ja, also Landmaschinen, alles, was mit der Landwirtschaft zu tun hat. Und Grund und Boden haben Sie jetzt schon gekauft, oder was? Ja, ich habe hier sehr gute Angebote gekriegt. Jetzt verstehe ich auch irgendwie mittlerweile, warum. Ha, da haben sich... Ich weiß davon auch noch nicht so lang was, aber irgendjemand muss da ja schon länger was von wissen, ne? Ja. Ist doch komisch. Das ist eine Frechheit. Es macht mich unfassbar sauer, was hier gerade passiert ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen hier geht, Männer. Lohnunternehmen lassen wir jetzt mal außen vor, aber Sie müssen doch auch unglaublich sauer sein, oder? Ich bin stinksauer. Über was soll ich künftig berichten? Herr Peters und alle anderen, die da jetzt noch irgendwie interessiert sind, ich glaube, wir sollten uns da mal zusammensetzen und sollten da vielleicht mal einen kleinen Plan schmieden, was wir da machen. Ja, ich akzeptiere das so nicht. Ich akzeptiere das so nicht. Und Herr Käser, ich habe das Gefühl, Sie akzeptieren das auch so nicht. Nein, definitiv nicht. Sie können mir doch nicht meine Grundlage für meine Existenz wegnehmen. Das ist der schöne Mühlenkreis. So, ich glaube, ich habe genug gesehen. Was ein Scheißtag. Ja. Erholen sich gut von gestern, ne? Die ich gestern gesehen habe. Ich fahre jetzt wieder. Ich weiß nicht, Theo, wie es mit dir aussieht, aber ich hab genug. Ja, komm mit. Ist besser. Unfassbar. Ich wünsche einen schönen Tag hier allen miteinander. Ich fahre jetzt mal. Danke gleichfalls. Theo, ich bin fassungslos. Das kannst du doch nicht machen hier. Das ist eine Unverschämtheit, diese Veranstaltung hier. Ja, da sagst du was, da gebe ich dir vollkommen recht. Vor allen Dingen, wie schnell der dann auch mal abgehauen ist. Ja, der kommt ja mit seinem Porsche an, sagt, ja, es ist doch alles gar nicht so schlimm, oder fährt er wieder? Ein Arschloch. Ja, ein unfassbares Arschloch. So, ich fahre jetzt zum Hof. Ja, wir räumen da mal ein bisschen von gestern auf. Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sage. Aber immerhin, ich habe Verbündete. Ich bin nicht der Einzige, der das Ganze hier als Frechheit sieht. Selbst Herr Käser. Selbst Herr Käser ist der Meinung, das geht so nicht. Und ja, vielleicht können wir ja doch noch irgendwas bewirken. Mensch, manchmal sind solche Ereignisse, die hier alles umwirbeln, alles anders erscheinen lassen und aus Feinden Freunde machen. Und wer weiß, vielleicht können wir noch irgendwas bewirken. Den Mittag werde ich jetzt noch dazu nutzen, das ganze Hoffest abzubauen, Tische, den Grill sauber zu machen, alles abzubauen, alles wieder in die Hallen zu fahren, bisschen aufzuräumen. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit hoffentlich neuem Kampfesgeist hier vorne. Wir haben alle Plakate offensichtlich umsonst gemacht. Ich will das aber so noch nicht akzeptieren. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.